Nach dem starken Erdbeben im Norden Griechenlands haben tausende Menschen aus Angst vor Nachbeben die Nacht in Notunterkünften oder sogar im Freien verbracht. Das Epizentrum lag in 10 Metern Tiefe nahe der Kleinstadt Tyrnavos, in deren Umgebung zahlreiche Gebäude schwer beschädigt wurden. Rotes Kreuz und Militär errichteten Zeltstädte. Die Häuser sind in einem sehr schlechten Zustand und wir wissen nicht, wohin wir gehen oder was wir tun sollen. In diesem Moment bringen uns die Busse in ein Hotel in Trikala, um dort zu übernachten. Zum Glück kam die Armee hierher. Sie haben uns auch Wasser zum Trinken gebracht. Jetzt müssen die Experten kommen und sich die Häuser ansehen, um zu klären, ob wir drinnen bleiben können. Denn wenn nicht, was sollen wir dann tun? Der Erdstoß der Stärke 6 war auf dem gesamten griechischen Festland zu spüren, aber auch in Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Es kam zu mehreren schwächeren Nachbeben. Nach Behördenangaben gab es keine Todesopfer. Mehrere Menschen seien überwiegend leicht verletzt worden. Der türkische Außenminister Mevlut Çavuşoğlu bot seinem griechischen Kollegen Amtshilfe an.